werden mit Vorwürfen kontaktiert, dass wir angeblich Superspreader sind. Aber wenn Sie nachher sich die Häuser anschauen oder mit den einzelnen Sexarbeiterinnen reden, werden Sie hören, nein, in der Prostitution findet in der Regel ein 1:1 Kontakt statt. Hier bezogen auf die Herbertstraße bedeutet das, ein Kunde klopft ans Fenster und dann geht er mit einer Sexarbeiterin auf ein Zimmer. Wir sind nicht vergleichbar mit Diskotheken oder mit Großveranstaltungen. Wir halten uns nicht mit mehreren Menschen, mit 100 Menschen, mit 200 Menschen gleichzeitig in einem Raum aus. Wir schwitzen nicht, wir räkeln uns nicht aneinander, sondern wir führen ausschließlich sexuelle Dienstleistungen durch. Und natürlich, wenn ein Kunde ins Haus gelassen wird, geht die Wirtschafterin vor und hält 1,50 Abstand. Und natürlich werden alle Sexarbeiterinnen zunächst eine Maske tragen und werden auch nicht alle sexuellen Dienstleistungen durchführen können. Gehen Sie durch die Straßen. Alle Bordelle sind zu. Es stehen keine Frauen auf der Straße. Es ist doch ein Drama ohne Ende. Und ich finde, Prostitution ist im Grunde genommen das Salz in der Suppe unserer Gesellschaft. Jetzt waren wir zu dritt, jetzt strafen wir nach vorne. Hier, haben wir hier eine Kamera.